5 zu 1, Bruder. Was wird da so lange entschieden? Indoria! Alter! Rekord gebrochen. Ja, Junge! War das eine Geburt, ey. Wir drehen das Spiel. Boah! Was für eine Bude! Und was für eine Bude! Los geht's, Jungs und Mädels. Direkt der erste gute Angriff. Mangala! Halbe Minute. Gonzales, schön gemacht. Schön. Richtig stark, Gonzales. Richtig stark. Geile Kiste, Junge. Da ist das Selbstvertrauen. Und die direkte Antwort, 1-1. Sehr, sehr geil, Mann. Ja. Ja, kämpf. Kämpf, Junge. Ja, Mann. Silas. Schöner Ball. Müller vorbei. Koulibaly. Koulibaly, Junge! Wir führen! Förster! Das zählt! Das zählt! Oder? Ja, er berührt ihn halt minimal, ne? Aber Neuer spielt halt nicht weiter. Was für eine dumme Scheiße, dass das nicht zählt, Mann. Aber oh, Fehler Dortmund. Mangala, Abschluss. Schießt nicht. Silas! Ja, Mann, Junge! Zweites Ding von Silas! Zweite Kiste von Silas! Förster! 3 zu 1, Philipp Förster! Koulibaly. Platzzeit. 4 zu 1! 4 zu 1! Wow, wieder ein unfassbarer Fehlpass. Jetzt hat Gonzales richtig Platz. Komm, Gonzales, mach deine Bude. Frei auf den Keeper. Wir führen 5 zu 1, Bruder. Passiert nicht mehr allzu viel im Spiel. Ist aber noch eine Ecke. Und Clement. Oh ja, drin! Sascha Kalajdzic! Davi schlägt das Ding nach vorne. Lang auf Kalajdzic. Der kommt auch durch! Kalajdzic! Kalajdzic! Was? Der pfeift das Tor ab. Der pfeift das Tor zurück. Wegen was? Weil es war kein Foul, es war kein Abseits, es war kein Hand. Was wird da so lang entschieden? Danke! Warum braucht sowas 3 Minuten gefühlt? Warum? 999. Einer noch. Das sind die 1000 und die Anzeige ist nicht groß genug. Ist das geil? Das hat schon was, Jungs. Das hat schon was. Vielen, vielen Dank, Jungs. Das ging dieses Jahr halt echt ordentlich ab, ne? 2019, zum letzten Jahresrückblick, waren wir 440. Innerhalb von einem Jahr also mehr Abos gemacht als davor in über 4 Jahren oder 3,5 Jahren. So krank, Mann. Langer Ball, leckt mich am Arsch. Sosa. Der spielt ganz nach hinten. Silas, 2 zu 0. Alter, was ein Weltklasse-Ball. Boah, leck, was ein Ball von Kempf. Oh, schöne Flanke. Gonzales, Junge. Was ein geiles Tor, Mann. Die Flanke war ja aus einem ganz anderen. Boah, Junge. Runter auf Sosa. Er bringt die Flanke nochmal und die ist halt irgendwie extrem hoch. Hey, Kalajdzic wird gefoult. Mal gucken, ob da noch was aus Köln kommt. Ah, natürlich, das kannst du pfeifen, Kerle. Er zieht ihn halt runter. Mein Kalajdzic wird so oder so fallen, er schaut sich's an. Da wäre kein Elfmeter gewesen, aber er hat halt ihn umschlungen mit der Hand. Und dann kannst du den pfeifen. 100% kannst du ihn dann pfeifen. Ja, Junge! Ja, Mann! Ist das geil, Mann! Hat der Eier, der Typ. Unterkante der Latte, ey. Leckt mich am Arsch. Belohnt euch für die Leistung. Dankeschön. Belohnt euch. Er läuft weg. Er kommt dran. Komm, Silas, auf, Junge. Schließ doch ab, Alter. Ja, Junge. Er schließt doch ab. 1 zu 0 nach fucking anderthalb Minuten. Tommy, jetzt mit dem Steilpass auf Kalajdzic. Komm, Junge. Setz dich durch. Jawohl. Abschluss. Ja, Junge. Richtig stark, Kalajdzic. Weltklasse, Bruder. Sehr schön. Setzt sich stark durch gegen Tabsoba, aber bestimmt auch nicht einfach. Und das 3 zu 1. Für Leverkusen durch Bailey, da ist gerade einiges auf einmal passiert. Jetzt geht's um Handspiel nochmal in der Szene davor. Also ich will nichts sagen, ne? Aber es ist wieder ein Elfmeter, den du pfeifen kannst. Das ist wieder ein Handspiel auf dem Level von Gladbach. Mal gucken, ob sie es nochmal checken und ob ihr vielleicht quasi statt einem Gegentor einen Elfmeter bekommen. Ja, 3 zu 1, Tor zählt.
Sosa, guter Freistoß. Kalajdzic! Sasa Kalajdzic! Sosa auf Sasa. Wie viel Sosa schon auf Sasa aufgelegt hat, das würde ich gerne mal sehen. Bei Tor. Ja? Endo! Hey. Goalgetter Wataru Endo! Nummer 1. Wataru Endo, wie geil ist das denn? Na, Castro darf sie. Die springt einmal durch. Endo! Ich sag's ja noch! Nummer 2! Das gibt's ja gar nicht. Doppelpack Wataru Endo! Wataru Endo macht 2 Tore gegen dich nach Ecke. Ja, die Flanke ist nicht verkehrt. Kalajdzic. Oh! Ja, Nummer 3! Noch rein. Nummer 3! Clement! Das gibt's nicht. Starke Bude! Freut mich für dich. Starke den. Bude! Philipp sehr schön. Clement. Beendet das Spiel. Die Davi. Komm, lass einen ab, Junge. Der zimmert Nummer 1 rein. Der zimmert Nummer 1 rein! Also sag mal, heute, heute dürfen alle. Was geht denn Daniel, jetzt? Die Davi. Die Davi zieht den Sonntagsschuss einen Tag vor. Abgepfiffen. Wir können anstoßen auf den Klassenerhalt. Nächste Saison gibt es nochmal Bundesliga. Traumhaft. Stark, geiler Ball von Castro. Silas alleine aufs Tor. Zurück auf Kalajdzic, da ist das 2:0. Sasa Kalajdzic, 2:0. Beide boosten ihre Scorer. Kalajdzic damit das 7. jetzt oder das 8. Spiel? Eins von beiden, ich glaube das 7. Spiel in Folge getroffen. Wahnsinn. Davies. Alter! Voll auf Sprunggelenk. Okay, Digga, da kannst du halt sowas von Rot geben für, ne? Ja, er kriegt ja Rot. Rot. Du spielst jetzt 80 Minuten lang in Überzahl in München. Nur einfach mal so zum Festhalten. Rekord gebrochen ist, sehr, sehr geil, Jungs. Oh mein Gott. Das geht halt wirklich überhaupt nicht. Du gehst nach 12 Minuten ins Spiel und hast eine rote Karte des Gegners und fängst innerhalb von 10 Minuten 3 Kisten gegen diesen Gegner und spielst, als hättest du 3 Männer weniger auf dem Platz. Der geht hoch auf Sosa, jetzt kommt die Flanke. Ja, nicht schlecht. Kalajdzic kommt hin. Oh, der ist drin! Sascha Kalajdzic! Wir führen gegen Borussia Dortmund. Aber wie gegen Schalke. Das Ding fällt ganz hinten rein. Jetzt, ey, Überzahl. Kalajdzic hoch auf Koulibaly. Der Ball ist gut, die Davi. Mach ihn rein. Ja, Junge! Jawohl! Daniel, die Davi mit dem 2:2. Jawohl, Mann! Ah, ja, schön, Förster, mach ihn rein. Ja, Junge! Richtig stark gespielt, Mann! Und jetzt will ich den Förster-Goat-Spam sehen. Aber mal sowas von will ich ihn sehen. Rein damit, Jungs. Auf, come on, Alter. Abschluss abgefälscht. Was soll das Spiel besser beschreiben als das? Du kannst dir die besten Chancen rausspielen. Du kannst dir wirklich auf Augenhöhe agieren über die meiste Zeit. Einfach nur hinten liegen, weil du halt nicht so eiskalt bist wie Wolfsburg. Aber weil da der Unterschied ist zwischen Aufsteiger und Platz 3. Und das Tor, was du heute machst, ist ein abgefälschter Rotzschuss, blöd gesagt, aus 25 Metern oder whatever. 1:3, der Ehrentreffer hier noch zum Schluss. Manu pfeift das Spiel ab, Digga. Sosa, jetzt ist der Ball weg. 2:1 Heimsieg. Oh, heilige Scheiße, war das eine Geburt, ey. Ist auch ein schönes Bild, bin ich ehrlich. Du besiegst quasi deinen Abstiegstrainer in der Saison nach dem Aufstieg und machst damit auch rechnerisch den Abstieg klar, machst damit die 40 Punkte klar. Boah, Wataru Endo, was ist das denn für eine Bude? Wo holt er denn den raus? 1:1. Huhuhui. Ball zurück auf Stenzel. Abschluss. Abgefälscht! Wir führen in Gladbach. Wir drehen das Spiel innerhalb von wenigen Minuten. Wie bockstark ist das denn? Wir führen in Gladbach. Was ist denn hier los, Digga? What the fuck, Junge? Er pfeift ab, Mann. Wir gewinnen bei Gladbach mit 2:1. Was für ein Achtungserfolg in Gladbach. Wahnsinn. Und damit tatsächlich, weil jetziger Stand ist, dass der Rest so ausgegangen ist, geht es am letzten Spieltag für 4 Teams um Platz 7.